sind wir wieder mal in der Eitlen Spielhalle. Diesmal bei einem Flipper von der Firma Gottlieb mit dem Namen Jack in the Box. Dieses böse Ding wurde von mir vor einigen Jahren einmal hergerichtet. Und Sie sehen das Problem, hier haben wir eine 1 stehen, es sollte aber eine 0 stehen. Sprich, dieses Zählwerk, die 10.000er Stelle vom 2er Spieler, macht keinen Reset. So sieht also der Flipper von hinten aus. Da ist sogar ganz nett drauf geschrieben 10er, 100er, 1000er, 10.000er. Das heißt, dieses Relais, dieses Zählwerk hat ein Problem und das zieht man dann irgendwie da heraus. So, und dann kann man sich das anschauen. In so einem Spielerzählwerk ist eine Spule, die immer so anzieht und dann springt das weiter. Dann sind viele Kabeln, von denen kein Mensch weiß, was sie tun. Hier sind die Switches. Sie sehen hier das Zählwerk in der Nullstellung. Das bedeutet, hier sind alle dieser kleinen Schalter, es sind hier 2x2, wobei die immer dasselbe tun. Was jetzt hier ein bisschen verdächtig ist, dass der Abstand sehr groß ist. Da gibt es jetzt spezielle Werkzeuge, mit denen man diese Schalter justieren kann. Das ich natürlich jetzt nicht finde, obwohl ich es natürlich habe. Deshalb werde ich jetzt hier mal mit einer Zange sehr grob arbeiten. Jetzt hätte es sogar bis 0 geschafft. Aber ich habe immerhin die 10.000er Marke erreicht und somit ist das gezielt, das Ziel ja erfüllt. Machen wir das jetzt am dritten Spieler. Jetzt kann man die Kugel durchlassen und nachgucken, ob beim Neustart des Gerätes alle Strafe auf 0 gestellt. So, ich drücke jetzt Start. Und es wird nicht auf 0 gestellt. Also jetzt wissen wir, dass das Problem das 1000er Relais ist. Das 1000er Relais wird nicht gepult. Das ist das Problem. Und justiert das mal ein bisschen nach. Bleibt irgendwie der Verdacht, dass es vielleicht vom Score-Motor ausgeht. Wir heben das Spielfeld.